Aber die Ehre, schön, dass du wieder zuschaust bei diesem Beitrag ums Thema Kundengewinnung und speziell zur Frage, wie findest du deinen ersten Kunden? Als Coach, als frisch gebackener Selbstständiger, kennst du vielleicht die Situation, dass du eine Ausbildung gemacht hast, Fortbildung gemacht hast, dich schlau gemacht hast, wie du Leuten helfen kannst, weil du ein hilfsbereiter Mensch bist und ja, hast Lust, voll Gas zu geben, Menschen zu finden, die deine Hilfe schätzen und mit denen du arbeiten kannst. Aber obwohl du von deiner Hilfe überzeugt bist, ambitioniert vorangehst, alle möglichen Dinge probierst, kommst du nicht zu Kunden. Es fehlt das Ergebnis. Es fehlt was Handfestes und langsam macht sich vielleicht so ein bisschen die Angst breit, dass du finanziell Schwierigkeiten hast, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Und letztlich, ja, liegt es einfach daran, dass du vielleicht nicht den richtigen Prozess genommen hast, vielleicht nicht das Programm durchlaufen hast, die einzelnen Schritte nicht befolgt bist, weil es dir keiner erklärt hat, weil dir keiner gesagt hat, wie wichtig es ist, auf die Einzelheiten Acht zu geben und ganz besonders Spaß dran zu haben. Wenn ich mich zurückerinnere an meinen Werdegang und wie es mir anfangs erging, kann ich das komplett nachvollziehen. Die ersten Monate habe ich komplett gerudert, war fast schon wieder am Ausbrennen, habe keine Ahnung gehabt, wie ich mich richtig positioniere, habe alles Mögliche durchprobiert und angefangen von Ernährungsberatung über Hilfe für interkulturelle Partnerschaften, wo ich keine richtige Lösung gefunden habe, bei für mich selbst. Also war ich da eigentlich gar nicht da berechtigt dazu, das Ganze durchzulaufen, aber ich habe es einfach mal so gemacht, weil es mir meine damalige Trainerin vorgeschlagen hat. War natürlich letztlich meine Schuld, weil ich noch nicht so weit war, für mich zu entscheiden und mich noch nicht genug gekannt habe. Und ja, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mir gesagt, ich habe mich dazu entschieden. Ich bin volle Kanne losgestartet. Habe nicht aufgegeben. Habe mir gesagt, wenn andere das können, dann kann ich das auch. Ich muss nur viel genug Content liefern, Hilfestellung leisten. Videos machen, auf Facebook, Leuten erzählen. Und dann habe ich etliche E-Mails geschickt. Also ich hab's wirklich auf die Spitze getrieben. Ich wusste nicht mehr weiter. Und ja, beinahe wäre ich wieder zurückgekommen in diese Abwärtsspirale, zurück in die Energielosigkeit. Und ja, was ich dann verstanden habe, ist, dass es eigentlich noch nie sich richtig angefühlt hat, dieses Thema. Meine Themen, die ich vorher hatte, mit denen ich beschäftigt habe, auch mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen war eigentlich nicht da, dass ich es schaffen kann, weil ich auch nicht auf mein Herz wieder gehört habe, so wie ich schon so allzu oft gemacht habe in meinem Leben, sei es in persönlichen Beziehungen oder auf der beruflichen Ebene auch. Und letztlich, was mir gefehlt hat, war die Achtsamkeit und auch die Ausrichtung der Körper, Geist und Seele-Ebene. Und nur durch diesen Einklang, der besteht, wenn ich wirklich voll bei mir bin und weiß, was ich mache und weiß, wer ich bin, dann kann ich auch Erfolg haben. Und wenn ich Spaß an der Sache habe, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß auch, dass es zu Ergebnissen führt, was ich tue und dass es mir geholfen hat, dann macht es natürlich auch alles auf meine Kunden, mein Umfeld, meine Mitmenschen bemerkbar. Und man braucht dann gar nicht mehr viel dazu zu tun, um Werbung zu machen für sich oder auf seine Hilfestellung aufmerksam zu machen, weil man einfach diese Überzeugung von sich selbst in sich trägt.
Also kurz gesagt, es geht immer wieder darum, den richtigen Plan zu haben, einen klaren, strukturierten Prozess zu haben, eine Klarsicht zu haben, was man eigentlich erreichen will, wie man es erreichen will. Und da führt kein Weg daran vorbei. Das kann ich auch bezeugen als erfahrener Prozessmanager. Ich war ja lange Zeit im Finanzwesen unterwegs. Da ging es immer darum, Prozesse zu optimieren, im Controlling und auch als Projektmanager natürlich. Prozessoptimierung bedeutet Zeitmanagement, das Zeitmanagement zu verbessern, die Zeiten zu verkürzen. Zeit ist Geld, wie es schon heißt. Und ja, über einen gut definierten, über einen optimierten Prozess und auch eine klare Struktur. Sprich, wenn du weißt, welche Zielkunden du hast oder mit welchen Zielkunden du arbeiten willst. Vorangegangen natürlich, wenn du genau, dass du genau weißt, wer du eigentlich bist. Welche Zielkunden zu dir passen? Wer ist dein Zielkunde? Was will er? Wo hält er sich auf? Was bietest du ihm an? Ist es ein ansprechbares Angebot? Ist es dem Zielkunden bewusst, was du ihm bietest und versprichst? Soll natürlich dringend sein, es soll wichtig sein und letztlich auch eine Anpass- oder eine ansprechende, eine dir entsprechende Strategie, Traffic auf gut Deutsch, auf Neudeutsch genannt. Also wie bietest du deinem Kunden dich an? Über welche Wege? Sei es über die sozialen Netzwerke, sei es über E-Mail, sei es 1:1. Du gehst auf die Straße, du sprichst die Leute an, du machst eine Anzeige. Je nachdem, was dein Thema ist und welche Leute du ansprichst, darfst du eben rausfinden, erstens, welche Art von Kommunikation die richtige ist und speziell, welche macht dir Spaß, wo gehst du darin auf, wo kannst du kreativ sein, was macht dich glücklich. Das ist für mich das Erfolgsrezept. Und ja, es geht immer wieder darauf zurück, einen klaren Plan zu haben. Da fühle ich mich super wohl dabei, dass ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, okay, das ist meine Vorgehensweise, daran darf ich arbeiten, da geht meine Wirksamkeit, meine Wirkung, mein wahres Ich voll auf. Und das Ganze hoffe ich auch, dass du das findest. Wenn dir das Video geholfen hat und wenn du verstanden hast, dass es nur über diese Erfüllung, über den Spaß am Wirken, dass du so zu deinem ersten Kunden kommst und dir natürlich daran hilft, weil du drin aufgehst. Dann gib mir gerne ein Like, schick das Video an Freunde weiter, wenn es dir gefallen hat, wenn es anderen hilft, vielleicht auch. Lass gerne einen Kommentar mit deiner Erfahrung, mit deinen Ideen zu dem Thema. Und vergiss nicht gerne meinen Kanal zu abonnieren, da würde ich mich sehr freuen drüber, damit du auch weiterhin auf dem Laufenden bleibst und auch die anderen Videos vielleicht zu meinen Beiträgen anschaust.